Power Dumbbell Konzept ist ein Langhandeltraining für jedermann im Group-Fitness-Format. Das Besondere daran ist, es ist einmal ganzheitlich, also trainiere nicht nur den Unterkörper, sondern auch den Oberkörper und arbeite nach den fundamentalen Bewegungsmustern. Das heißt, alles, was wichtig für den Menschen ist im Alltag, trainieren wir auf in gewissen Bewegungsmustern, sodass es funktionell ist und zweckgemäß und individuell auch sein kann. Der Unterschied zwischen anderen Konzepten und Power Dumbbell ist, dass wir keine Lizenz haben. Das heißt, ein lizenzfreies Produkt ist es. Und es ist so, dass es verschiedene Formate gibt. Einmal 30, 45 und 60-minütige Workouts im Bereich Power Dumbbell, die Basic Class, mit verschiedenen Baukastenübungen, dass wir die Übung auch erweitern können. Und der aktiven Pause, das heißt, wir haben keine richtigen Pausen. Wir arbeiten hier in der aktiven Pause für stabilisierende und mobilisierende Übungen. Und einerseits gibt es Power Dumbbell HIIT, wo der Fokus auf High-Intensive-Intervall-Training liegt, aber der Fokus nicht auf die Kraft, sondern auch auf die Ausdauer gelegt wird. Der Vorteil ist, wir haben hier Hypertrophie-Training und das ist die nachhaltigste Form, aktive Muskelmasse aufzubauen und eine definierte und straffe Figur zu bekommen. Power Dumbbell ist wirklich für jedermann geeignet. Gerne Menschen, die gerne mit der Langhandel arbeiten, ein bisschen Krafttraining machen möchten und ein Training suchen, was ganzheitlich ist und vor allem so ist, dass es man jederzeit auch wieder steigern könnte und auch dann wieder neue Übungen kennenlernen. Also einfach ein sehr gutes Muskelaufbautraining, wo wir aber nicht jetzt einfach die Masse nur trainieren, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Das Schöne beim Power Dumbbell ist, wir haben ein Baukastensystem. Es beginnt also mit einer Basic Class. Wir haben 9 fundamentale Bewegungsmuster. Und der Trainer kann dann selber entscheiden, wie gut die Gruppe ist und wie lange schon jemand dabei ist. Und kann jede Übung, zum Beispiel ein Squat, auch variieren. Das heißt, es gibt den Basic Squat. Und es kommen dann Übungen dazu, dass der Squat variiert wird. Etwas schwieriger zum Beispiel mit einer Oberkörperübung kombiniert. Das heißt, aus dem Baukastensystem kann ich mir wieder neue Übungen raussuchen, um meine Gruppe wieder neu zu motivieren und so ein bisschen mehr die Leistungsfähigkeit zu steigern. Baukastensystem bedeutet, ich kann mir zu meinen Hauptübungen auch eine aktive Pause dazu aussuchen, die ist schon eigentlich vorgegeben, das heißt, die passt dann auch direkt zur Hauptübung. Das kann entweder eine stabilisierende Übung sein, wie zum Beispiel für deine Schulterblätter, oder eine mobilisierende Übung, oder auch natürlich kleine Cardioübungen oder Technikübungen. Dann in Power Dumbbell HIIT kommt zur aktiven Pause zu einer Cardioübung, dass wir sagen, wir pushen den Stoffwechsel nochmal. Bei der Cardioübung kommt es zu einer aktiven Pause der Cardioübung selber. Wir dann sagen, wir arbeiten so ein bisschen für deine Ausdauer, pushen nochmal deinen Stoffwechsel und haben einen sehr, sehr guten Nachbrenneffekt auch nach dem Training.